zusammen und herzlich willkommen hier bei Stempelmami. Ich bin Nadine, ja, und wie ihr sehen könnt, geht es heute um Geschenkanhänger. Ich werde mit euch heute zusammen einen Geschenkanhänger anfertigen. Die sind hier wieder aus Papierresten entstanden. Ich hatte euch ja mal gesagt, dass ich da immer, wenn ich so Papierreste habe, nehme ich entweder Etikettenanhänger oder kleine Blümchen und stanze die damit aus. Ja, und ihr seht schon, da entsteht wieder richtig schön was Neues. Und ja, hier habe ich zum Beispiel auch so ein bisschen mal gespielt mit diesen Anhängern. Ich hatte hier einmal geschaut, dass ich den bestickten Rand hier einmal, ja, ich sag mal, senkrecht mit dem Anhänger zusammen verlaufen lasse. Und einmal habe ich es genau entgegengesetzt aufgeklebt, also dass dieser Stickrand dann waagerecht ist. Ich kann mich jetzt nicht so richtig entscheiden, ja, was ich schöner finde. Also mein Mann, der findet das jetzt hier schön, weil der mag das natürlich, wenn das immer, ja, irgendwie so gleich ist. Ich weiß es nicht. Ich fand es jetzt auch mal ganz nett, wenn das anders ist. Vielleicht könnte man sowas auch nähen, also so einen gestickten Rand kann man ja auch nähen. Die französischen Kolleginnen, die machen das unheimlich gerne, wenn die scrappen ja sehr viel. Und da sehe ich das ganz häufig, dass sie halt wirklich immer viel Papiernähen machen. Und das finde ich auch total schön. Das sähe bestimmt hier auch toll aus, wenn man hier noch so einen weißen Nährand hat, anstatt halt eben jetzt einfach nur diesen gestickten Rand von dieser Stanzform. Aber das könnt ihr ja mal austesten. Macht das bitte so, wie ihr das gerne möchtet. Ich zeige euch jetzt einfach, wie ich diesen Anhänger hier angefertigt habe. So, und zwar habe ich mit den Stanzformen Anhänger nach Maß gearbeitet. Da habe ich jetzt ja diese große Stanzform hergenommen. Ich mag ja diesen geschwungenen Rand sehr gerne. Und deswegen habe ich mich für diese Stanzform entschieden. Das habe ich dann ausgestanzt. Und zwar habe ich einmal in Weiß oder hier halt auch Savanne hatte ich wieder übrig. Und ja, damit habe ich dann den Anhänger gestaltet. Hier diesen kleinen Zweig, den findet ihr bei den Stanzformen Ranunkeln. Das ist dieser hier. Den mochte ich auch auf Anhieb und habe mir direkt gedacht, da stanze ich auch mal einiges mit aus. Das könnt ihr wunderbar nehmen, wenn ihr so schmale Papierstreifen habt. Da könnt ihr hier wunderbar, ich sag mal, so einen Zweig immer ausstanzen und habt dann direkt wieder für eine Verzierung ja, etwas vorbereitet. Genau, so. Und ich habe jetzt hier, wie gesagt, diesen weißen Anhänger. Den werde ich noch besprenkeln. Ihr seht das schon, ich habe hier wieder gesprutzelt. Es geht ja bei mir nichts ohne Sprutzel, denn ich wollte einfach nur, dass das ein bisschen ja, irgendwie bestempelt ist oder halt eben gesprutzelt. Das finde ich halt immer schöner, das lockert immer so ein bisschen auf. Ich habe natürlich auch ja mit dem Produktpaket ja romantische Ranunkeln gearbeitet. Man könnte zum Beispiel auch den Anhänger bestempeln, jetzt mit diesem Etikett zum Beispiel oder hier halt mit diesem Etikett. Das ist ja so ein Postetikett oder hier halt eben auch mit diesem ja, wunderschönen Zweig oder hier mit dieser Ranunkel. Das könnte man natürlich auch machen, dass man einfach sagt, ich bestempel das jetzt einfach, anstatt halt zu sprutzeln. Mir war das jetzt mit dieser Blume zu viel, deswegen habe ich hier einfach nur ein paar Kleckse aufgebracht. Und ja, das reichte mir dann eigentlich schon. Genau. So, und zwar habe ich hier wieder Nachfüller in Savanne hergenommen, weil das jetzt halt eben auch hier zum Farbkarton gepasst hat. Ihr könnt auch andere Farben wählen, das wisst ihr ja. So, natürlich mache ich hier wieder meinen Pinsel, den mache ich hier wieder nass. Habe hier wieder ein bisschen Nachfülltinte in Savanne hier reingegeben. Und den Pinsel, wie gesagt, immer schön nass machen. Und ihr seht das schon, hier kommen wieder diese kleinen Sprenkler. So. So, das reicht mir schon. Ne, ihr nehmt einfach einen Pinsel oder wenn ihr habt einen Wassertankpinsel, da könnt ihr wunderbar solche kleinen Sprutzler mit hier aufbringen. Ihr seht das schon, das ist halt wie gesagt nur ein bisschen und das lockert halt eben einfach immer noch ein wenig auf. Genau. So, und ich habe mir jetzt hier von so einem Anhänger ein bisschen was abgeschnitten, damit ich das hier aufkleben kann. Und zwar hat das Quadrat ein Maß von 4,6 x 4,6, weil halt auch der Anhänger eine Breite hat von 4,6. Also wer jetzt so eine Stanzform nicht hat, der könnte das ja auch schneiden. Also 4,6 x 4,6 ist dieses Quadrat. Ich klebe das jetzt hier direkt mit so auf und werde dann hier diesen Spruch auch dann senkrecht nach oben stempeln. Und dazu nehme ich auch diesen Post für dich Stempel her. Finde ich auch total schön. Man kann auch dieses Hallo hernehmen oder dieses nur für dich. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel mal aufgestempelt. Das klappt auch. Das passt auch wunderbar noch da dran. Oder hier dieses Danke, dass du für mich da bist. Finde ich auch mal schön, ja, wenn man irgendwie ja, eine nette ein Blümchen ne, verschenkt oder so. Da kann man dieses Danke, dass du für mich da bist, auch mal ja, wunderbar als Spruch hernehmen. Das passt auf jeden Fall auch mal dazu. Genau. So, da ich jetzt weiß, dass ich ja, den bestickten Rand jetzt mit dem Verlauf von dem Etikett bzw. von dem Anhänger kleben möchte, werde ich jetzt den Spruch hier hinstempeln. Dazu drehe ich mir dann den Farbkarton eben um, sodass halt dieser bestickte Rand waagerecht ist. Und dann lege ich mir den auch hier wieder an so einem karierten Papier an, damit das auch waagerecht ist.
Habe dann hier den Spruch Post für dich hier auf den Acrylblock gesetzt, färbe den mit Savanne ein und dann wird der hier so drauf gestempelt. So. Und der wird dann jetzt so da drauf geklebt. Zuerst werde ich aber hier, weil ich habe hier noch so ein kleines Stück, ja, so ein Restetikett übrig gehabt. Und da habe ich mir gedacht, ich klebe das jetzt einfach hier so dran. Das passt nämlich auch mal super gut zusammen. Und vor allen Dingen hat man dann auch so ein, ja, kleines Reststück weggearbeitet. Und ja, findet auf jeden Fall noch Verwendung. Ihr seht das ja schon, man braucht wirklich nicht immer alles wegschmeißen. Man kann immer wieder mal ausprobieren. Und das klebe ich jetzt einfach hier mit Flüssigkleber fest, sodass das auch wunderbar passt. Das müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich finde es halt schöner. Dann hat man hier noch so einen netten Abschluss in einer anderen Farbe. Und dann kann man das hier so aufkleben. Ihr könnt das natürlich auch ohne machen und dann könnt ihr halt euch auch aussuchen, wo ihr dieses, ja, diesen Farbkarton dann aufklebt, entweder im oberen Bereich oder im unteren Bereich. Man kann ja auch, ich sag mal, das wirklich so rum aufkleben, dass hier dieser Spruch ist. Das sieht bestimmt auch total schön aus, wenn man den waagerecht macht und dann hier einfach diesen Zweig hin klebt nachher. Da sind eure Fantasien ja wirklich wieder keine Grenzen gesetzt. Genau. So, jetzt gebe ich von hinten ein paar Dimensionals auf. So. Und dann werden wir den Farbkarton dann auf den Anhänger draufkleben. Schaut euch einfach, was euch da am besten gefällt, in welcher Höhe ihr denn machen wollt. Ich klebe das jetzt, ja, ich sag mal so gleich auf wie mit diesem anderen Anhänger hier, damit das ein bisschen gleich ist. Weil mir gefällt das von der Höhe her sehr gut. Macht euch keine Gedanken hier um die Breite, weil wir haben das ja so zurechtgeschnitten, dass das vom Etikett her von der Breite her passt. Genau, und dann ist das jetzt hier auch schon fertig. Das Loch habe ich jetzt zugeklebt mit einer Perle, denn ja, ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man hier vielleicht ein Schleifenband anbinden, dass man hier einfach noch eine Schleife macht. Das wäre natürlich auch möglich, weil dann ist dieses Loch oder hat dieses Loch im Prinzip noch eine kleine Verwendung. Aber wenn man jetzt hier so eine Perle drauf klebt, dann ist das auch zu. Ich hatte das erst frei und habe ich gedacht, nee, also irgendwie fehlt da noch was. Und als wenn da irgendwie, da ist ein Loch, man weiß halt nichts damit anzufangen. Deswegen habe ich entweder eine Perle aufgeklebt. Ihr könnt natürlich auch dann ein Schleifenband aufkleben. Das ist natürlich auch jederzeit möglich. Genau. Ja, den Ast oder beziehungsweise Zweig habe ich ja gesagt, das sind die Stanzform Ranunkeln. Den hatte ich hier ausgestanzt. Und ich finde solche kleinen Accessoires, ja, die machen es halt immer so ein bisschen aus. Gerade wenn man so, ja, kleine Dinge anfertigt, kann man die auf jeden Fall immer super nutzen. Also stanzt euch sowas echt auf Vorrat mal aus, dann könnt ihr da immer drauf zurückgreifen, wenn es auch mal schneller gehen muss. Und dann könnt ihr sowas direkt zum Verbastel hernehmen. Also von hinten einfach Flüssigkleber auftragen und dann einfach, ja, diesen Zweig hier so aufkleben. So, das war's schon. Oben binde ich noch so ein bisschen Kordel dran. Die lasse ich immer noch ein bisschen länger, weil ich lege die dann doppelt. Also ich schaue mal eben. Ja, die hat jetzt ein Maß von, ja, ca. 35 cm. Könnt ihr auch natürlich ein bisschen kleiner machen oder kürzer, besser gesagt. Das macht ihr wieder so, wie ihr das gerne wünscht. So, die nehme ich jetzt doppelt, die beiden Fäden, fädel die hier durch das Loch. Und dann steht hier hinten ja diese Schlaufe und dann ziehe ich die beiden anderen Fäden einfach hier so durch. Und dann ist ja die Kordel ja auch schon dran. So, und dann mache ich ja einfach noch so einen Knoten rein. So, und dann sieht das Ganze immer noch ein bisschen netter aus. So, dann schneide ich hier die Spitzen noch mal eben kurz ein bisschen ab. Ja, und dann ist der Anhänger auch schon fertig. Ja, wie ihr sehen könnt, ja, eigentlich wirklich schnell gemacht. Eine schnelle Geschenkidee, ja, falls ihr mal wirklich irgendwie ein kleines Mitgebsel habt, wo ihr noch schnell gerne was anbringen möchtet. Ihr könnt ja auch kleine Minikärtchen anfertigen, das mache ich ja auch mal sehr gerne. Anstatt so einen Anhänger nehmt ihr einfach so eine kleine Minikarte. Im Miniformat kann man auch noch immer was Nettes reinschreiben, aber das geht genauso gut, ja, mit so einem kleinen Anhänger. Genau, also wieder Reste wegarbeitet, dann ist man glücklich, braucht man nichts wegwerfen und ja, es sind wieder schöne neue Dinge entstanden. Genau. Ja, meine Lieben, das ist es für heute schon wieder gewesen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und sage dann einfach bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.